Es ist einfach schön, hier zu sein, sagte er und fluchte 5 Minuten später. Na gut, vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, was wir jetzt antreffen. Es ist zumindest mal schon vielversprechend, wenn ich hier schon lese, dass das Drachenhort heißt. Und wir haben doch einen Drachen gesehen von weit weg, da oben. Ich weiß also echt nicht, was ich davon halten soll. Na gut, na gut, na gut. Offensichtlich gab es hier eine Massenbeerdigung. Wehe, es wacht dann irgendwann mal einer zum Leben auf. Na gut, na gut. Noch ist alles friedlich. Da ist jetzt wirklich ein Drache, oder wie? Warum bist du hier? Bewachst du eine Prinzessin? Der bewacht den Eingang. Und ich sehe diverse Schätze. Na gut, versuchen wir es nachher. Oh Gott. Da weiß jemand die letzte Ehre. Bitte, bitte, seid ganz, ganz still. Bitte, jetzt, dieses Mal wirklich. Also jetzt ganz, ganz still sein. Warum könnt ihr nicht still sein? Ich hätte es fast geschafft, mich anzuschleichen. Aber nee. Irgendjemand von euch hat wieder laut geatmet. Oh Gott, ist der schnell. Okay, ich bin jetzt vielleicht auch nicht gerade der Geschickteste. Ich hätte jetzt eigentlich in seinen Rücken gelangen können. So, jetzt aber. Hab ich ja nur ein Getränk gekostet. Großschild des Lothric-Ritters und eine große Titanitscherbe. Und wer bist du, mein armer Kerl? Eine Großlanze. Okay. Eine Großlanze, die könnte wie folgt aussehen. Großlanze, Großlanze. Ich sehe jetzt nichts auf den ersten Blick, was in der Großlanze aussieht. Da ist die Großlanze. Diese Lanze mit langer Stange wurde früher von Rittern zum Lanzenstechen eingesetzt. Sie wird zumeist für Stoßangriffe verwendet. Ein normaler Fußsoldat müsste dazu unfassbar viel Kraft und Geschick einsetzen. Eine D in Stärke und Geschicklichkeit, wobei es 21 in Stärke kostet. Was für einen Blick offenbarst du mir hier? Gelobt sei die Sonne. Also ist es doch die Sonne und nicht der Mond. Na gut, na gut. Die Schmetterlinge oder die Geister ziehen immer noch ihre Bahn. Ach, die kreisen um das Schloss. Ich dachte jetzt eher, sie gehen zum Schloss und verweilen dann da. Na gut. Da oben ist nochmal ein Ritter, oder wie? Oder warum hat er so ein interessantes Schwert bei sich? Ich würde mal sagen, wir gehen als allererstes wieder mal auftanken. Noch ist ja nicht viel passiert. Dementsprechend verliere ich ja auch nicht so viel. Hier kommt man nicht nach oben, okay. Dann war es auf der anderen Seite. Da sah ich nämlich noch einen Treppenaufsatz. Hier geht es eindeutig nach oben. Oder doch nicht so eindeutig? Nee, gar nicht eindeutig. Okay, hier geht es auch nicht lang. Hm. Aber irgendwie kommt man da nach oben. Scheint nur eine Richtung zu geben. Und die führt zum Drachen. Es sei denn, es gibt irgendwo eine Geheimwand, die man nicht sieht und ich noch nicht entdeckt habe. Das würde mich aber jetzt wirklich erstaunen, wenn jetzt da plötzlich ein Durchgang frei wäre. Nee, ist nicht.
Ey, ich will einfach nicht über die Brücke. Okay, der ist auch weg. Na gut. Kann ich einfach durchrennen? Oh, er ist aufgewacht. Okay. Na gut, na gut, na gut. Was ist denn jetzt los? Wir hatten einen zweiten Drachen bestellt. Zwei Drachen. Sonst geht's euch noch, oder? Zwei Drachen. Ich glaube, ich spinne. Habe ich überhaupt irgendwas halbwegs Brauchbares? Kann ich das Ding tragen? Nur mal so. Aus reinem Interesse. Oh, okay. Du brauchst natürlich noch Pfeile. Ich habe gar keine gewöhnlichen Pfeile. Drachentöter. Großpfeil. Nehmen wir mal einen Drachentöter. Blitzpfeil. Einfach so, um zu schauen, ob das überhaupt klappen würde. Oh! Okay! Es gibt sogar wieder einen Schweif zum Abschlagen oder zum Abschießen. Interessant. Okay, versuchen wir es trotzdem. Einfach mal umzuschauen. 108 Schaden. Also gut, sie nehmen Schaden. Sie nehmen Schaden. Könnte ich denn durchrennen? Teilen die sich unterschiedliche Orte? Also sprich, kann ich irgendwo durchrennen und Entdeckung suchen, oder? Das scheint ein ziemlich knappes Zeitfenster zu sein. Okay, da trifft mich sogar noch. Aber der Schaden ist nicht mal so schlimm. Aber die feuern ja nonstop, ey. Okay, ich komme nicht mal durch. Wow! Okay, jetzt hat er mich getroffen. Okay, 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 okay. Ich verstehe jetzt noch nicht so ganz, was ihr von mir wollt. Ich könnte natürlich versuchen, mich gegen Feuer zu schützen, aber... Okay, das geht erstaunlicherweise. Trink doch jetzt endlich! Okay, das geht nicht. 45.000 Seelen, naja. Ja, es ist nicht so geschickt gewesen vielleicht. Vielleicht war es jetzt ein dummer Fehler. 45.000 Seelen verloren. Ich dachte mir, vielleicht bin ich da hinten sicher. Aber irgendwie plötzlich kam da richtig Schaden rein. Fragen über Fragen. Wo sind die Seelen? Vermutlich liegen sie tatsächlich jetzt im falschen Ort, oder? Oh ja, da liegen sie. Wie
Ich komme noch ran, ich komme noch ran, ich komme noch. Ich komme nicht ran. Minus 45.000 sehen. Okay, das ist es also nicht. Na, schade drum. 45.000 sehen. Ist nicht so schlimm. Irgendwie kann ich jetzt dafür befreit aufatmen und vielleicht nur so durchrennen. Mal schauen, was wir denn... bauen hier kurz an der Ausrüstung was um. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen... das hier. Okay, das können... das müssten wir je nachdem tatsächlich brauchen. Das brauchen wir vielleicht auch. Lassen wir das mal so. Ansonsten versuche ich dann halt noch die Rüstung oder so. Wie weit würden wir denn kommen, wenn wir jetzt einfach uns gar nicht drum kümmern, was die hier machen? Okay. Wow. Okay. Oh, da ist sogar... wow. Okay. Ah. Ich bin nur durchgerannt. Oh, ich werde... hm. Na gut, jetzt werde ich hier noch beschossen. Wow, da kommt ja nochmal was. Och, Explosivfeste habt ihr auch. Das ist ein bisschen viel, was ihr mir dazu mutet. Wow, ja gut, ich verstehe es. Was habe ich denn für dir? Eine große Titanic-Scherbe. Du bist da oben. Feuer. Oh, da schießt nochmal jemand. Wow. Da kommt ja noch mal einer unten. Ein. Nicht sterben. Ich bin gerade einem Drachen entronnen. Ihr werdet mich ja kaum jetzt wirklich töten wollen, oder? Warum bin ich jetzt bei Fässern? Das ist eine ganz schlechte Idee. Okay, das ist eine gute Idee. Einfach mal zur Sicherheit. Ah. So, jetzt ist aber Ruhe, oder? Eieieiei. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr explosive Fässer. Wehe, da ist noch mal was. Okay, hier ist mal nix. Hier ist auch nix. Schwarze Feuerbomben. Mit denen möchte ich jetzt hier nicht experimentieren. Okay, hier ist auch nichts. Und draußen wüten sie. Da oben. Oh, da oben hat es noch was. Okay. Wow, da hat es ja noch mehr. Wow, und da werde ich schon wieder beschossen. Und da sind noch mehr. Wow, wow, wow. Willst du mich verarschen? Oha. Okay. Okay, jetzt versuchen wir aber zuerst mal das, wenn ich das richtig sehe. Sind das Drachenzähne? Nein! Doch nicht Tobsuchtanfall. Uiuiui, Glück gehabt. Und der weiß nicht, wo er hin soll. Der ist nach unten, jetzt kommt er wieder nach oben. Das ist doch schön. Wow. Na gut, ich glaube Feuer gegen... okay, was ist hier genau los? Also, ich hoffe, ich beobachte das jetzt richtig. Da ist irgendwie ein schwarzer Geist, der den Drachen beseelt hat? Oder wie soll ich das verstehen? Okay, okay, okay. Wow!
Nein! Hier läuft ja alles schief. Draußen ist jetzt zumindest Ruhe. Ja, aber... Wow! Er trifft sogar so weit. Na gut, na gut, na gut. Ich wollte jetzt eigentlich was ganz anderes kurz mal testen. Das und das und das und das. So. Spuckst du wieder? Mhm. Okay. Jetzt nicht um. Ja, zwei. Ich habe echt Angst vor dem. Ich weiß, wie viel Schaden die machen können. Was könnte ich denn noch versuchen? Das bringt doch eigentlich alles recht wenig. Versuchen wir das hier. Oder wir versuchen noch Folgendes. Also. Hat er jetzt danach geschnappt oder sieht das nur so aus? Okay. Versuchen wir es nochmal. Doch nicht dahin! Okay, ich mache einigermaßen Schaden. Hat jetzt nicht so viel gemacht, aber... Ich versuche immer noch herauszufinden, wie das genau hier läuft. Seid mir nicht böse, dass es jetzt ein bisschen länger dauert, aber... Ich weiß nicht, ob ich da wirklich beim Krachen nochmal durchkomme. Ich will jetzt nichts riskieren. Okay, 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 okay. Das ist schon mal nicht schlecht gewesen. Weg ist es. Du bist tot. Titanitbrocken, Glut. Große Titanit. Wow. Okay. Jetzt ist es Ruhe hier? Oh, ich höre ein Kristallwesen. Wo bist du? Aber die Drachen sind weg. Sehr schön. Okay. Wow. Das war ja schon fast einfach. Außer dass ich jetzt 40.000 Seelen verloren habe. Okay. Schön gemacht. Gefällt mir. Was mir weniger gefällt, dass ich das Wesen höre, aber nicht weiß, wo es ist. Oh, da unten ist es.
Müsste ich nachher hier runterspringen? Da ist nochmal eins. Okay, das ist meins. Da liegen meine Seelen, die überhaupt keinen Inhalt bieten. Hier ist eine Titanitschuppe. Das ist doch wundervoll. Da unten hat es nochmal was. Das holen wir später. Oh Gott. Was höre ich denn hier? Aha. Keine Ahnung, was ich da höre. Es hörte sich zumindest nicht ganz gesund an. Müsste ich jetzt hier runter oder gibt es einen anderen Weg? Bleiben wir zuerst mal oben. Wer weiß schon, wo es sonst lang geht. Was heißt, hier oben gibt es noch komische Geräusche? Okay, da oben ist einer am Verzweifeln. Da drin höre ich einen Ritter. Und da hat es einen Hebel. Ist das die Vorrichtung für den Lift, oder? Ah, Burgtor öffnen. Sehr gut. Kann man immer gut gebrauchen. Okay. Nehmen wir das noch kurz mit. Da unten wartet ein Ritter auf uns. Nicht so aggressiv, ich bleib hier oben. Wow! Okay, ich bin weg. Macht, was ihr wollt. Was mich daran erinnert, dass ich eigentlich nur noch mit Loot spielen wollte. Okay, du bist weg. Da kommt. Der will die Leute erwecken. Nicht mit mir. Lass sie bitte schlafen. Oh, hat sie trotzdem erweckt. Wow, er hat sich trotzdem erweckt. Da kommen jetzt trotzdem welche. Na gut. Jetzt reicht's. Dein Singsang da unten kannst du dir sparen. Bitte nicht schreien, bitte nicht schreien. Danke. Puh. Und das war ja klar. Na gut. Dann sei es so. Hey. Bitte weg. Och nee, das ist wieder so einer, wo ich nicht weiß, was er macht. Okay, das ist ein Sturmangriff. Wow, und er dreht sich um. Das ist... Nein, nicht vorne dran stehen. Das ist tödlich, glaube ich. Einfach nur kleine Nadelstiche und dann sofort wieder weg. Okay, er ist tot. Egal. Puh. Titanitschuppen, okay. Lass mich raten, du wolltest mich davor warnen. Nach Armung voraus. Jawohl. Aha. Dahinter geht es nicht weiter, das ist schön. Na gut. Irgendwie sind die Framerates gerade am Einbrechen. So. Ja gut, es bringt ja recht wenig, dass ich gegen innen rolle. Was haben wir denn sonst noch? Noch eine Titanitschuppen.
Jetzt wollt ihr es aber wissen. Das ist ja der, woher wir kommen. Jetzt können wir nach unten holen. Ich glaube, wir haben hier mehrheitlich alles. Hoffe ich zumindest. Jetzt... Nee. Ich wollte sagen, jetzt versuche ich mal eine dumme Idee, indem ich jetzt hier durch die Försterrolle mit der Fackel, aber das, glaube ich, lassen wir doch lieber sein. Es läuft gerade so gut. Es wäre schade für die eine Glut, die wir gerade benutzt haben. Was haben wir denn noch? 8 Getränke. Das sollte hoffentlich reichen. Deshalb versuchen wir es mal, ob es wirklich so ist. Uiuiui, das ist schon mal ein bisschen Leben, das wir verloren haben. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg war. Es sieht nicht so irgendwie nach aus. Das ist ganz schlecht, dass ich jetzt dem nachrennen muss. Okay. Nicht so schlimm. Sogar halbwegs überstanden. Es war so klar, dass ich da... Das war so klar. Oh, okay. Du bist mal weg. Okay. Au. Das sieht nicht gesund aus. Blitzurne. Schön, schön. Okay. Weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Gehen wir zuerst oben durch. Wow! Wo, wie, was?